Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prey. Gut, wir haben leichte Änderungen hier. Das kennen wir ja schon. Ich nehme das Zeug hier gerade nochmal mit. Jetzt können wir direkt das Passwort eingeben. Sind das die gleichen... Oh, wir haben mehr E-Mails. Von January. Verschwinden Sie. Verschwinden Sie, verschwinden Sie, verschwinden Sie, verschwinden Sie und verschwinden Sie. Es hat sich doch was geändert. Es ist auch ein bisschen später. Ist ein bisschen später. So. Jetzt nehme ich es einfach mal mit und trinke es nicht. Vielleicht war das ja der Fehler. Man darf in diesem Spiel nichts trinken. Hier ist immer noch nichts versteckt. So, dann machen wir mal hier aus. Soweit. Ist hier was... Die Sachen sind aber gleich. Tatsächlich halt nur... ein bisschen geändert, das Ganze. Oh. Das sah beim letzten Mal einladend aus. Okay, der Fisch lebt noch. Warum kann ich Taschenlampe? Hab ich eine Taschenlampe? Ah. Bohrzange. Hallo Morgan. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Ja, okay. Du siehst doch nicht mehr so wirklich menschlich aus, meine Liebe. Dort ist zu. Bring dich mal gerade ins Apartment. Vielleicht fällt es oder vielleicht hält man dich ja dann für mich. Ja, gut. Einigermaßen. Also, ja, das Gesicht ist halt verformt. Ah, das ist meine Ausdauer. Okay. Ah, wir könnten jetzt mit dem Dings auf den Balkon. Guck mal, wenn die Tür klemmt. Hey, ich fühle mich... ein wenig... Gut, Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Alles klar. Aktivitätenprotokoll vom 22. Februar. 0 bis 7:30 Uhr schläft. 7:31 Uhr wacht auf, stellt Alarme ab, schaut auf Transcribe. Danach Computer, verschiedene Aufgaben. Duscht. Legt Uniform an, verlässt Apartment. Was haben wir denn hier für Programme? Audioereignisse. Beziehen Sie sich auf das Testprogramm von Audioereignissen. Taubengrafik. Was ist der Weckruf? Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Ah, okay. Das heißt, da werden halt wird halt quasi eine App gestartet oder irgendwas.
Tauben? Tauben. Hm. Dann simulieren wir doch den ganzen Spaß nochmal. Von Ellen Mac... Nee, von... Bellamy an Evelyn. Tägliche Tests. Wenn Sie schon mal mit unserer Hauptproduktlinie zu tun hatten, wissen Sie, dass wir uns manchmal noch mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidung fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit war eine direkte Bitte sowohl von Alex als auch von Morgan. Gucken wir da unten mal. Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Aha. Kommentar zu heute. Ach, von Alex Yu an alle. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, dass der Vorfall heute Morgen uns alle schwer getroffen hat. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung, um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befindet sich Miss Laser und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von Ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Hingabe für das Projekt. Alex Yu. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dem originalen Prey hat man am Anfang auch direkt oder halt erstmal eine Rohrzange gekriegt. Ich nehme mal hier das ganze Zeug mit. Wahrscheinlich werden wir nachher noch irgendwas craften müssen. Könnte ich hochklettern? Hm. Gut, das verbraucht auch Ausdauer. Da ist leider nichts drin im Mülleimer. Debriefing. Fertigungsauftrag Nummer 65489. Liefern an Marco Simmons von Fabrikationsabteilung. Bestandsnummer TSN M008X3. Kompletter Bestand fehlerhaft. Mit Fabrikation besprechen. Marco. Hm. Ich hoffe, ich bin nicht gemeint. Safecode ist leider nicht zu sehen. Na gut, da kann ich erstmal nichts großartig. Da bräuchte man den Hecken 3. Ah. Passwort ECorp 0. Okay. Geht. Gut, dass du es da hingehängt hast. Erinnerung an die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7 Passwortsicherheit. Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Verschicken Sie niemals Passwörter in E-Mails, in Skype-Gesprächen oder auf anderen Kommunikationswegen. Notieren Sie niemals Ihr Passwort und hinterlegen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort könne anderen Personen bekannt sein. Anwender haften für alle Aktivitäten an nicht gemeldeten. Upsa. Kompromittierten Arbeitsterminals. Das hatten wir schon. Von Alex an Marco. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. Hm. Irgendwas raschelt doch hier die ganze Zeit. Da scheint so Alien-Zeug zu sein. Oder das ist halt einfach, was im Winde verweht wurde. Hm. Soundstage. Okay, absolute Ruhe. Soll auch nicht rein. Oh, achso, oder halt im Kostüm. Hm.
Und hier kann man halt dann reingucken. Okay. So, nehmen wir mal mehr von dem Zeug mit. Ah, von hier können wir dann die Tür öffnen. Deswegen war die ganze Zeit verschlossen. Aber ja, das hat halt echt so Bioshock. Düngersäcke. Hm. Ich hatte mit Dünger. Falls jemand deine Mutter sein Gesicht gesehen hat. Wenn nicht, nachholen. Ziemlich bescheuerter Film. Hm. Und du bist jetzt der Heli. Interessant. Interessant. Ach, und hier kann man einfach jetzt ins Apartment wieder rein. Okay. Wahrscheinlich, wenn ich dann irgendwie nicht da bin. Notfallphone. Wir können leider niemanden anrufen. Rohrzange. Die Industrie-Rohrzange Hepatus, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der TransStar-Einrichtungen. Eignen sich für die freimütigen Anwendungen perkussiver Wahrnehmung, Wartung und mechanischer Auseinandersetzung. Benutze Maustaste 1 zum Schwingen der Rohrzange, halte Maustaste 1 gedrückt, um deinen Angriff für maximalen Schaden aufzuladen. Dabei verbrauchst du Ausdauer. Gut, das heißt, es kommt jetzt ein Gegner, oder wie? Hm, wohl nicht. Aber ich denke, dann können wir da mit dem Heli auch nichts großartig anfangen, oder? Ich glaube, da hängt ein wenig die Tonspur. Oder die Schallplatte. Dann die, ja gut. Dann ist, war der Flug halt auch komplett simuliert. Macht Sinn. Ich schätze mal, diese Forschungseinrichtung geht es weiter. Das heißt, ich will... Dann haben die auch, glaube ich, hier einfach nur die Wände ausgetauscht. Kann ich denn da irgendwie hinter? Nee. Okay. Dann muss ich da, glaube ich, tatsächlich weiter. Muss ich hier einfach mal weiter. So, ja, ich weiß, dass du kaputt bist. Das sah auch schon mal besser aus. So, Schnellauswahl. Wie geht es? Mit der Schnellauswahl kannst du schnell zwischen Waffen und Kräften wechseln. Weise der Schnellauswahl Waffen und Kräfte aus deinem Inventar oder Favoritenrad zu, indem du einen Gegenstand oder eine Kraft anwählst und anschließend eine Nummerntaste zum Zuweisen drückst. Mhm. Bluescreen. Schön. Fehler. Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Okay. Dann macht mal. Und wir haben zwei Programme. Szenenauswahl. Ah ja, okay. Wenn sich Testperson im Aufzug befindet oder Wartungsarbeiten zwischen Testläufen durchführen. Wir können dann den Dacheingang noch machen. Verwaltung setzt die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Okay. Wir machen nochmal den Dachzugang.
Ah, du bist jetzt auch... Okay. Du wärst jetzt auch fertig. Interessant. Muss ja alles seine Ordnung haben. Na du? Typhon Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Ah, okay. Ich habe die E-Mails noch nicht gelesen da drüben. Zerlegen benötigt, okay. Die Viecher scheinen sich dann wohl halt als alle möglichen Sachen hier tarnen zu können. Gut, war nur eine. Okay, das ist hier die allgemeine E-Mail. Okay. Nichts großartig verpasst. Da haben wir was zu unserem Verhalten. Sehr schön. Morgens Verhalten. Von Civil, das scheint so der Hauptchef hier zu sein, oder der Oberarzt. Nach morgens Ausbruch ist bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschung mehr mit morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte morgen, wie erwartet, alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung vor kommenden Tests bei Befragung und während des Tests selbst zu erfassen. Bälle. Okay. Das ist ein Mikroskop. Ich dachte, es wäre irgendein Spielzeug. Könnte noch die Taschenlampe einschalten, aber... Ich glaube, bisher bringt das nicht allzu viel. Cool. Toll. Aber warte mal. Da war das Viech drin, oder? Ja. Hallo, Mimik. Wir haben Quicksave. Gut. Mimik. Komm her. Böse Mimik. Oh, das wäre dann das Viech. Hier noch was drin. Oh. Das ging schon mal besser. Wir können die Aufgaben durchführen, oder? Also mehr oder weniger. Hey, verstecken. Bin unsichtbar. So, dann machen wir das nochmal. Das war's, oder? Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, dann bitte die letzte nochmal. Na komm, komm, komm. Geh auf. Okay, will wohl nicht. Gibt ja immer noch andere Möglichkeiten, hier reinzukommen. Aber auch hier gibt es nichts Neues. Na gut, dann sind wir tatsächlich da, wo wir in der letzten Folge waren. Aber hey, wir wissen, dass es hier alles nur eine Simulation war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.